Guten Tag, mein Name ist Struck, Thomas Struck, Filmmacher, 60 Jahre alt. Mein Haus ist verkauft, der Baum abgeholzt, die Tochter verheiratet und jetzt in den Sessel pupen ohne mich. Ich will aus dem Sessel in den Sattel. Ich brauche frischen Wind um die Nase. Ich will Wasser sehen. Ich trete in die Pedale gegen den Strom. Flüssiges ist meine Leidenschaft. Wasser und Wein. Deshalb fahre ich den Rhein entlang. Und der Liebe wegen. Ich bin neugierig auf die Rheintöchter, die Sagenhaften und die Echten. Ich habe mir eine Website gebastelt. Sie wird immer abgedatet. Und klicken Sie mich an, begleiten Sie mich. Ich glaube, sie funktioniert. Hinter mir ist schon jemand ins Nest gegangen. Excuse me, are you the woman from the beach? Ja. Sie können Deutsch mit mir reden, wenn Sie wollen. Sind Sie Deutsche? Nein. Ich komme aus Holland. Was verbinden Sie hier mit der Natur? Also Dünen kenne ich schon aus Den Haag und der See, aber diesen ganzen Deltawerken und Öreport, das ist das erste Mal, dass ich das eigentlich wirklich sehe. Und ich muss sagen, dass es sehr beeindruckend ist. Man kennt seine eigene Heimat immer am wenigsten, ne? Ja, auf jeden Fall. Das merke ich jetzt vor allem. Gehen Sie dann noch durch Deutschland mit dem Kameramann? Ja, ich fahr bis nach Deutschland und ich fahre bis zur Quelle des Rheins. Wo ist das? Schweiz, Alpen. 1320 Kilometer liegen vor mir. Schon nach kurzer Strecke muss ich anhalten. Ein mächtiges Hindernis steht mir im Weg. Was ist das hier für ein fantastisches Bauwerk. Sieht aus wie das Modell eines Riesenmoleküls. Ja, das ist der Sturmflutwehr. Mit dieser wehren wir das Wasser. So, wenn eine Überschwemmung droht, Sturmflut, ja. Dann schließt dieser Wehr der neue Wasserweg ab. Also der Strom wird mit zwei Toren dicht gemacht. Das stimmt, ja. Und das Material ist das? Das ist Stahl, speziell gemacht für diese Wehr. Und das ist 15.000 Tonnen Stahl. Haben Sie das jemals schon mal gebraucht, das Wehr? Nein, noch nicht. Aber wir erwarten eine Sturmflut einmal in 7 Jahren. Diese seltsamen Bauwerke sind Windbrecher, die verhindern sollen, dass Orkanböen Schiffe ans Ufer drücken. Heute weht nur eine leichte Brise und schiebt mich voran bei der Suche nach der Antwort auf die Frage, wo ist es am Rhein noch schön?